Wie läuft die Ausbildung bei der IAO ab? In Deutschland ist es so, dass ihr die osteopathische Ausbildung nur in Teilzeit belegen könnt, das heißt berufsbegleitend. In der Regel ist sie ausgelegt auf 5 Jahre. Wie setzen sich diese 5 Jahre zusammen? Ihr habt pro Schuljahr 4 Grundkurse und ihr habt dann auch die Zeit gesehen, noch 10 Modulkurse zu belegen. So kommt man auf 30 Module oder Wochenenden. Natürlich könnt ihr das auch schneller belegen in 4 Jahren oder wenn familiäre Geschichten dazukommen, könnt ihr das auch strecken auf 6 Jahre oder 7 Jahre. Wie schaut es mit den Inhalten aus? Jedes Wochenende ist für sich abgeschlossen und baut aufeinander auf. Zum Beispiel 5. Jahr, 1. Wochenende, wird Halswirbelsäule unterrichtet. Dort lernt ihr, wie wird so eine Halswirbelsäule untersucht, wie ist die Biomechanik, wie fühlt sich das Gewebe an, wie fühlt sich die endgradige Einstellung an und, was ihr in jedem Kurs auch lernt, Safety-Untersuchungen. Um zu klären, darf ich diesen Patienten behandeln oder muss der weiter abgeklärt werden vom Arzt, weil zum Beispiel eine Fraktur vorliegt. Aber auch das ganze Rüstzeug bekommt ihr von uns mit an die Hand.